Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zwei Themen, erstmal meine Pläne für den DE2 und als zweites die Meisterschaft am Beta-Server. Erstmal zu meinen Plänen. Ich werde mir am DE2-Server bald die 17er G5er kaufen und einen Umbruch machen. Diese werde ich irgendwann verkaufen und einen weiteren Umbruch auf 17er G5er machen. Dann sollte ich so viel Geld gespart haben, dass ich allein von meinen Zinsen leben kann und auf dauerhaft auf die Meisterschaft angreifen kann, ohne zu traden. Das ist also mein Plan. Noch zwei Umbrüche, bevor ich dauerhaft angreifen werde. Und ihr wisst es ja alle, ich werde nach Deutschland wechseln, also dauerhaft in Deutschland angreifen. Sollte das Geld da nicht reichen, werde ich natürlich einfach ein Trading nebenher aufbauen. Sollte das immer noch nicht reichen, ist das Geld halt irgendwann leer und ich muss irgendwann in der Versenkung verschwinden, beziehungsweise muss irgendwann einen Umbruch machen, dass ich hoffentlich irgendwann nochmal wiederkomme. Das war soweit zu meinen Plänen. Eigentlich sollte das Video ja schon gestern kommen. Das hatte ich gestern auch aufgenommen, aber gestern habe ich ja nur diesen Überraschungsteamcheck hochgeladen. Eigentlich war das Video zu meinen Plänen ein Teil von dem Video gestern, aber komischerweise habe ich vergessen, das aufzunehmen. Also es ist irgendwie dabei gelaufen, aber der Ton fehlte und keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Deswegen kam gestern nur dieser Teil mit dem Überraschungsteamcheck und heute kommen halt meine Pläne nachgereicht. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, gestern fehlte die Begrüßung. Also noch hallo und herzlich willkommen für gestern. Das hatte ich nämlich gestern auch rausgeschnitten sozusagen, da in diesem Videoteil der Ton fehlte. Also meine Pläne, nur noch zwei Umbrüche, ein Umbruch zum Verkaufen, ein Umbruch wahrscheinlich zum Angreifen. Das wird noch recht lang dauern, aber dafür habe ich aktuell ja Spaß am Beta-Server. Die bosnische Liga ist jetzt nicht wirklich spannend. Gut, es gibt zwei Teams, die streiten sich so ein bisschen um die Meisterschaft und es ist nicht anders auf dem Beta-Server. Auf dem Beta-Server bin ich aktuell Zweiter. Der Tabellenerste hat eine Punktzahl von 89 Punkten, ich habe ebenfalls eine Punktzahl von 89 Punkten. Also ziemlich spannend. Und vor allen Dingen wird diese Meisterschaft wirklich durch die Tordifferenz entschieden. Es kann morgen noch ein bisschen verhindert werden, dadurch, dass einer von uns beiden patzt. Wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Also allein die Tordifferenz wird wahrscheinlich dafür den Ausschlag geben, wer Meister wird. Engelsthaler SV, so heißt der aktuell erste Verein, hat eine 6 Tore bessere Tordifferenz als ich. Eigentlich ist sie nur um 5 Tore besser, aber da er mehr Tore geschossen hat, muss ich insgesamt noch 6 Tore aufholen, damit ich Meister werde. Und das Ganze ist an 2 Spieltagen tatsächlich nicht unmöglich, denn ich spiele noch gegen den Tabellenletzten. Mehr dazu erfahrt ihr morgen und übermorgen. Ich werde jeweils einen spannenden Spielbericht über den Beta-Server bringen. Also zu dem Meisterschaftskampf am Beta-Server wird morgen und übermorgen jeweils ein spannender Spielbericht kommen. Und ich werde mir die Ergebnisse nicht vorher anschauen. Also alles wird live aufgenommen und ich werde selber überrascht sein, ob ich es schaffe oder nicht. Viel Spaß also mit meinen Videos die nächsten Tage. Die werden ordentlich spannend sein und ich freue mich schon richtig darauf. Ansonsten danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann und ciao.